In den integrierten Leitstellen oder an der Einsatzstelle vor Ort. Die Aufgabengebiete, Ausbildung und Arbeitszeiten der Feuerwehrleute sind mit denen von Beschäftigten und Beamten in anderen Diensten und Ämtern nicht zu vergleichen. Deshalb ist es an der Zeit, dass sich die kompetenten Kollegen für diesen speziellen, hochprofessionellen Berufszweig einsetzen und diesen in Öffentlichkeit und Politik angemessen vertreten. Die DEFOIG versteht sich als Interessenvertretung für Feuerwehrleute von Feuerwehrleuten und wird zum allergrößten Teil von aktiven Kollegen ehrenamtlich betrieben. Ein großer Vorteil dieser Arbeitsweise ist die Nähe zur Basis, denn nur Feuerwehrleute wissen wirklich, wo Feuerwehrleuten der Schuh drückt. Die Feuerwehr hat mehr Geld verdient. Die Feuerwehr muss Geld bekommen. Arbeitszeit, Wegfall von Zulagen, Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beförderungsstopps, Haushaltssperren, Personalmangel und zahlreiche weitere Einschnitte. Bei E-Mail
bei immer weiter steigenden Einsatzbelastungen, durch jährlich auf neue Rekordwerte steigende Einsatzzahlen, müssen die Kolleginnen und Kollegen in Deutschlands Berufs- und Werksfeuerwehren hinnehmen. Ebenso steigt die Belastung für jeden Einzelnen durch eine immer weiter steigende Spezialisierung und macht sich der demografische Wandel der Gesellschaft immer mehr bei den Feuerwehren bemerkbar, was sich in starken Bewerberzahlen und deren abnehmende Qualität und einem steigenden Durchschnittsalter der Einsatzmannschaften zeigt. Der abwehrende und vorbeugende Brandschutz, die technische Hilfeleistung und der Rettungsdienst sowie die Einsatzaufnahme und Koordination in der Landeshauptstadt zählen zu den besten deutschlandweit. Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden mit ihren ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt einen unverzichtbaren Teil der Gefahrenabwehr in der Landeshauptstadt auf höchstem Niveau. Jetzt können Sie die Arbeit Ihrer Berufsfeuerwehr wertschätzen und Ihrer sozialen und moralischen Rolle gerecht werden. Die höchsten Gerichte haben entschieden, dass Feuerwehrbeamte, die über die unionsrechtlichen zulässigen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in der Woche hinaus Dienst leisten müssen. Hiervon wird an dem Dienstherr ein Ausgleich zusteht. Fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen von ihren Dienststellen im Unklaren gelassen und sprichwörtlich hingehalten? Setzen Sie sich für den rechtmäßigen Ausgleich der unrechtmäßig zu viel geleisteten Mehrarbeit bei der Berufsfeuerwehr Wiesbaden zwischen dem 01.01.2001 bis zum 31.07.2007 ein. Stehen Sie zu Ihrer Berufsfeuerwehr und zeigen Sie, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden zu Recht ein sozialer, attraktiver und vor allem ein gerechter Arbeitgeber ist. Beweisen Sie uns das Gegenteil, dass die Kollegen in Hamburg und Berlin mehr wert sind als wir hier in Wiesbaden. Denn nur motivierte, gesunde und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen gerechten Ausgleich, monetär wie in Freizeit, für ihre aufopfernde Tätigkeit erhalten, können und wollen das leisten, was die Berufsfeuerwehr Wiesbaden tagtäglich für den Bürger und den Gast in Wiesbaden erbringt. Und nur so lässt sich die Leistungsfähigkeit und somit die Sicherheit aller erhalten und erhöhen. Dafür setzt sich die DEFOLG und auch die Verdi ein. Als junge, freie und unabhängige Fachgewerkschaft will die DEFOLG auftreten und sieht sich als kompetenter, zielstrebiger, aber auch fairer Ansprechpartner für alle Beteiligten. Die Arbeitsbedingungen der hauptberuflichen Feuerwehrleute zu verbessern und auf deren Schwierigkeiten und Nöte hinzuweisen, gehört dabei genauso zu den Aufgaben der DEFOLG wie das Bild der hauptberuflichen Feuerwehrleute in Politik und Öffentlichkeit positiv darzustellen. Vor allem die Menschen kennen und geben Sie uns die Chance, uns persönlich bei Ihnen vorzustellen. Deshalb grüßen wir Sie mit erwartungsvollen Grüßen, Sven Kalowski, der Landesvorsitzende der DEFOLG. Dankeschön.